Servus Leute, ja, heute möchte ich über ein Buch sprechen, das ich gerade in meinem E-Reader gelesen habe, nämlich This New World von Laura Newman. Ja, machen wir E-Reader einfach mal aus. Ich habe das natürlich mittlerweile auch als Taschenbuch. Nur ein echtes Buch ist was Wahres. Aber das E-Book war toll und ich musste das einfach so schnell wie möglich lesen. Von dem her, das Buch ist tatsächlich erst heute angekommen und naja, so hatte ich das E-Book eben schon gelesen. Ich lese euch ganz kurz mal den Buchrücken vor. Zoe ist im letzten Highschool-Jahr, als ihre Welt auf einmal Kopf steht. Menschen benehmen sich seltsam. Unvorstellbare Dinge geschehen. Im Fernsehen und im Internet ist von unerklärlichen Anomalien die Rede. Und spätestens als ihre Eltern plötzlich diese ganzen erstaunlichen Dinge tun können, ist Zoe klar, diese Welt wird sich verändern. Ja, das beschreibt das Ganze erstmal ganz gut. Ich muss sagen, für mich hat das ganze Buch so den Anfang von so einem richtig netten, so eine Highschool-Komödie irgendwie, so ein, oder ja, Highschool-Komödie. Wisst ihr, so ein Highschool-Film. Du hast einmal quasi Zoe, so als Kapitänin, der Cheerleader, ihren Freund, der ist natürlich der Captain der Footballmannschaft, dann ihre beste Freundin, das Nachbarsmädel, mit der sie aufgewachsen ist, und natürlich die ganzen Footballer aus der Footballmannschaft, die gehören alle zu einer großen Clique und das ist natürlich, wie soll es auch anders sein, die angesagte Clique in der Highschool. Das ist so mal das Anfangsszenario von dem Buch. Natürlich steht bald auch der Abschlussball an. Wie soll es auch anders sein? Darauf fiebern alle hin und ja. Natürlich gibt es auch wieder so den Outsider, den Außenseiter, den komischen Kauz, der immer ein bisschen verarscht wird, der irgendwo nirgends dazu gehört. Den haben wir hier natürlich auch. Nun, weiter passieren eben erstmal seltsame Dinge. Ja, Leute werden krank, man weiß nicht so, was wirklich passiert. Wie soll es auch anders sein? Zoe's Dad ist natürlich auch früher mal recht beliebter, cooler Typ gewesen und die ist jetzt Sheriff dieser Stadt. Und der berichtet auch von seltsamen Vorkommnissen. Es wird auch berichtet, dass irgendein Meteoritenschauer niedergegangen wäre, aber keiner weiß so richtig, was so abgeht. Als das dann immer seltsamer wird, tritt plötzlich während dem ganzen Tohuwabohu, dass da so immer mehr passiert, tritt plötzlich dieser Außenseiter in Zoes Leben, denn der arbeitet plötzlich bei ihr in ihrem, sie hat so einen Job in so einem Café als Kellnerin
Und ja, da läuft sie dem immer häufiger über den Weg, weil sie ihn hier ja als Kollegen hat und ab und zu auch mal die Schichten miteinander hat. Und da lernt sie ihn halt näher kennen. Ja, will ich jetzt noch ein bisschen mehr erzählen? Eigentlich gar nicht so sehr. Es wird auf jeden Fall sehr fantastisch. Spoilern. Ich sag mal so, der Titel, der nimmt schon ganz schön viel vorweg. This New World, denn diese seltsamen Begebenheiten, ja, und der Titel suggerieren einem schon ziemlich heftige Veränderungen und eben nicht nur in Zoes kleinem Städtchen, wo sie herkommt, sondern eben weltweit passiert etwas sehr, sehr Krasses und Fantastisches. Und wenn man ja hier schon lesen kann, können ihre Eltern, Zoes Eltern und eben auch viele, viele andere Menschen ganz seltsame Dinge tun. Das wird im Ganzen noch viel, viel krasser, als ich das jetzt hier so erzählen kann. Das Buch steigert sich zum Ende hin immer mehr und die Spannung nimmt immer mehr zu. Das Ganze, ja, das fängt zum Anfang wie so ein, ja, wie so ein Highschool-Movie bisschen an. Und ist auch anfänglich, ja, so wie man sich das eben vorstellt. Das endet sich aber ziemlich schnell. Es wird immer merkwürdiger und man weiß gar nicht, in welche Richtung und in welches Genre das so abdriftet oder sich vermengt. Denn Laura Newman, finde ich, schafft es immer wieder, einen unglaublich coolen Genre-Mix zu machen. Und ich kann euch echt sagen, der Plot dieser Geschichte, der wird euch sehr überraschen und ich denke, euch wird es so wie mir gehen, euch wird es echt umhauen. Ich war so sofort drin in der Geschichte, weil es so ja anfänglich so heimelig bekannt ist, eben wie so ein Highschool-Movie fängt es an. Aber das ist echt trügerisch. Das ist es nämlich überhaupt nicht. Die Geschichte wird eher, ich sag mal, von so einer Highschool-Geschichte driftet es zuerst ab. In so ein Jugendroman Richtung, dann schwenkt es um und wird zur Urban Fantasy und zum Schluss fast würde ich sagen zu einem Endzeit-Thriller mit Tendenz Richtung Dystopie. Laura, ich hoffe, ich bringe das richtig rüber, aber für mich ist es irgendwo so. Es lässt für den zweiten Teil, denn das hier wird eine zweiteilige Geschichte, eine Duologie,
Ich habe mich vorhin erstmal noch bei Laura versichert, dass ich da nichts falsch erzähle und habe sie nochmal gefragt. Also das werden zwei Teile. Das eigentlich als Einteiler geplante Buch ist einfach zu umfangreich geworden. Die Geschichte ist so, wow, dass es einfach in einem Buch nimmer Platz fand und deswegen sind es eben zwei Bücher geworden. Und ja, das ist irgendwo so auch der Fall, wenn man die Geschichte gelesen hat. Das ist dann irgendwann zu wow. Ich fand die Geschichte, tja, Laura Newman, müsst ihr wissen, kann echt gut schreiben. Wirklich gut. Ich finde rein, ich muss sie jedes Mal für das geschriebene Wort loben, weil es einfach so schön ist. Wisst ihr? Das ist so, es ist einfach schön geschrieben, so flüssig, so smooth in einem Fluss. So, wisst ihr? Das finde ich schon mal immer richtig toll und das ist hier auch wieder ungemein gelungen. Und dann diese tolle Mischung dieser verschiedenen Genre, wie sie die so ineinander flechten kann, das ist immer wieder irgendwie einfach schön anzuschauen und schön zu lesen. Und ich bin so derbe gespannt, wie das weitergeht. Tja, ich habe mal wieder mein Nachtsonne-T-Shirt angezogen und ich muss mal wieder den Epilog loben in dem Buch, der mal wieder unheimlich toll ist. Ich finde den Schluss von dem Buch so geil, weil er so rund ist. Und ich bin ja jemand, ich mag Sachen, die müssen nicht gut oder böse oder schlecht ausgehen. Ich mag was, wenn das rund ist und stimmig ist. Und nicht, wisst ihr, nicht so ein ich weiß nicht, ein Cliffhanger hat das Buch überhaupt nicht. Und jeder, der das behauptet, der hat eigentlich keine Ahnung. Das ist ganz rundes Ende, das aber klar unheimlich neugierig macht auf den zweiten Teil. Wie geht die Geschichte weiter? Aber Cliffhanger ist es gar nicht. Das ist eben die Geschichte rund abgeschlossen und total Bock auf das zweite, auf den zweiten Teil. Ich kann die Geschichte nur loben. Ich finde es wieder unheimlich gut. Und ihr wisst vielleicht, Laura Newman ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsautorinnen. Und ich bin echt ein kleiner Fanboy. Deswegen, ich habe immer im Hinterkopf so eine gewisse Angst, wenn ein neues Buch von Laura rauskommt. So, bitte sei wieder genauso toll wie vorher. Wenn das Buch von dir vorstellt, ich will nichts Schlechtes sagen müssen oder irgendwie so. Und Gott sei Dank hast du mich wieder nicht enttäuscht. Im Gegenteil, ich bin sowas von unglaublich zufrieden. Das
Buch ist, wie ich finde, echt nochmal gewisse Steigerung, weil es so schön rund ist. Also das ist, hat alles. Das hat Spannung, es hat so den gewissen, ja, das was so für junge Leute, die ganzes High, das ganze Highschool Feeling, was Fantastisches, Action und Spannung, tolle Highschool-Liebesgeschichte dabei, und es ist einfach fantastisch und mit wieder so viel tollen Ideen, fantastischen Ideen von Laura Newman. Und ja, das macht es mir dann doch ja eher leicht einfach, ja, weil ich das Buch einfach tatsächlich sehr loben kann. Ich finde es endsgenial und ich finde, ich freue mich schon so, wie die Story weitergeht, weil, und das finde ich auch wieder so toll, weil das Ende, dieses runde Ende, so viel Platz, so viel Volumen für diesen zweiten Teil bietet. Ja, der zweite Teil, da kann so viel passieren. Also der kann in sämtliche Richtungen und gehen und einen bestimmt total noch überraschen. Und das ist echt was Tolles bei so einem Buch. Tja, das Buch kostet, das Taschenbuch, 12,99 und das E-Book gibt es, glaube ich, noch für 99 Cent und wird, keine Ahnung, was das kosten wird, 2,99, 3,99, das ist auf jeden Fall, es ist es auf jeden Fall wert. Ich bin vollauf begeistert und ich, ja, wie bewerte ich jetzt das für mich, ehrlich, ich habe kaum jemals bei einer Bewertung von einem Buch so leicht volle 15 Punkte gegeben. Und ja, das ist es wert. Absolut. Clean Sweep. Volle Punktzahl. Weniger wäre es, ja, wenn ich weniger geben würde, wäre es irgendwie so erzwungen. Wisst ihr? So, ach nö. Nee, weil es Laura ist und ich Fan und nö, ich kann das mit gutem Gewissen, kann ich das so loben und volle Punktzahl geben. Ja, This New World von Laura Newman, absolute Leseempfehlung, zieht euch das rein. Tja, was gibt's noch zu sagen? Falls ihr in 2 Wochen auf der Leipziger Buchmesse sein solltet, ja, Laura Newman ist auch dort und meine Wenigkeit auch. Vielleicht sieht man sich ja dort. Ja, in diesem Sinne, lest mal was von Laura Newman. Ciao.